Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Eine Taverne bauen, ja, das ist jetzt nicht das Problem. Dann nehmen wir mal das Inforaster nochmal. So, achso, hier, Arbeiterbelegschaft. Können wir mal gucken. Da oben fehlen Leute. Und hier fehlt es halt auch noch an Leuten, ne? Aber da oben sind halt auch jede Menge Wohnungen frei. Spaßabdeckung. Spaßqualität. So, die haben ja nicht so wirklich Spaß. Haben ja auch keinen Zirkus. Jetzt haben sie einen. So, und die Taverne. Also hier hinten ist ja noch gar nichts, ne? So, direkt vor das Kloster. Ah, schön, genau so muss das sein. So, das funktioniert hier wirklich. Wunderbar. Bevor ich jetzt hier schon wieder anfange. So viele freie Arbeitsplätze noch. Ich sollte echt erstmal abwarten. So. Die Forschung, die schreitet auch voran. Wunderbar. Wie läuft es eigentlich mit der Zeitung und der Propaganda? Machen wir wieder ein Anzeigenblatt raus. Das gibt uns ja noch so ein bisschen extra Kohle, ne? Mehr, Gouverneur. Mehr. Immer mehr. Na los. Die Krone verlangt danach. So, so. Ja, ich möchte aber keine revolutionären Tropikaner festnehmen. Vergesst es. Ja, auch ich bin durchaus mal in der Lage, Nein zu sagen. Endet in 3 Monaten. Ist auch gut. Bis jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. So. Die zufällige Blaupause, die wir jetzt bekommen, die ist ja in der Tat gar nicht mehr so zufällig, wie es vielleicht den Anschein hat. Das ist natürlich das Opernhaus, womit wir jetzt sämtliche Kolonialzeitsblaupausen dann auch freigeschaltet haben. Ja, mit der Fruchtbarkeit von unseren Dingens hier, das ärgert mich ein bisschen. Da habe ich zu spät geschaltet. Ach, guck mal, Kaffee können wir hier oben auch nochmal anbauen. Und wieder so eine Plantagensiedlung, ne? Ist wieder eine Handelsroute abgeschlossen. So, ich habe halt auf den Tabak gewartet, ne? So, warte mal, was haben wir hier jetzt? Wir haben hier Banane, ne? Das andere ist, meine ich, Ananas. Jetzt habe ich hier noch Kaffee hingebaut. Daneben machen wir nochmal eine Tabakplantage. Obwohl, nee, machen wir keine Tabakplantage.
machen wir Mais hier nochmal. So, damit die sich halt gegenseitig pushen hier in ihrer Effizienz, ne? Das ist das Ziel dahinter. Da oben haben wir ja auch schon Tabak, siehst du? Also die kommen in letzter Zeit ziemlich oft, ne? Wo wollen die denn angreifen? Das Zelt wollen die angreifen, okay. Was habt ihr gegen Zirkus? Was ist euer Problem? Wo wir das vorhin bauen. Hier unten neben den Kerker. Ich wollte da noch mal eins haben. Ich will ja dann drauf vorbereitet sein. Wenn die Revolution dann beginnt. Wir laufen unsere Verordnungen. Ach, guck mal, die haben alle... Wisst ihr, was die Leute mögen? Familien. Jeder liebt Kinder. Naja, jeder liebt die eigenen Kinder. Fremde Kinder sind wieder eine andere Sache. Jedenfalls können wir an Beliebtheit gewinnen, wenn wir die Leute dafür bezahlen, dass sie Kinder kriegen. Den Bürgern werden alle Implikationen dieses Gesetzes gefallen. Na dann, erlass mal. Ich hätte jetzt letztendlich natürlich ganz gerne nochmal eine Übersicht darüber, wie viel mich das Kindergeld denn jetzt jedes Mal kostet, aber... wirklich 4 Einsatztruppen losgeschickt jetzt hier. Jo. Die armen Freibeuter. Handelsrouten laufen 3. Und werden wir natürlich bei Gelegenheit dann auch noch aufstocken, ne? Aber nicht jetzt. Dingens sind auch schon fertig. Guck mal, machen wir noch mal Multikulturen draus. Mais, Ananas, Banane, Kaffee. Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Eine Importhandelsroute? Nein. Ich importiere nicht. Machen wir mal alles selber. Spinne. So, habt ihr die jetzt hier schon mal abgeschlachtet? Was dauert denn das so lange? Ah, es geht doch. Und ich bin ja tatsächlich so ein bisschen versucht, die Unabhängigkeit vielleicht tatsächlich auf militärischem Wege zu erreichen. Ach, guck mal hier. Ist fast fertig, aber geht im Moment nicht vorwärts. Heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Ich frage mich ja, wenn ich jetzt diese Aufgabe hier erfülle und mir als Belohnung dann eine zufällige Blaupause aussuche, kriege ich dann jetzt schon eine Blaupause aus dem nächsten Zeitalter, die dann quasi automatisch freigeschaltet ist, wenn ich dahin vorrücke, oder?
So, da sind unsere Los Piratos wieder da. Ein paar Leute mitgebracht. Ja, prinzipiell. Ich weiß nicht, ob die auswandern oder ob die einfach alle drauf gehen. Die gehen alle drauf, ne? Ja. Unschön. Aber es ist ja inzwischen nur noch eine Frage der Zeit. Ich kann euch schon mal garantieren, dass wir allerspätestens nächste Woche die Revolution starten. Allerspätestens. Prinzipiell sieht es aber auch diese Woche schon ganz gut aus. Ich wollte halt, ich will dieses Vor hier noch fertig haben, ne? Ich will das fertig und besetzt haben. Voll besetzt nach Möglichkeit. Uns den Truppen der Krone dann entgegenstellen können. Ich hätte ganz gerne die Forschung halt noch fertig. Aber wenn die hier gerade alle Mittagspause machen, ne, dann funktioniert das natürlich nicht. Unsere Finanzen steigen auch. Also die 100.000, die ich ganz gerne in der Hinterhand hätte für das nächste Zeitalter, das sieht tatsächlich eigentlich auch relativ gut aus. Eigentlich läuft es gerade richtig gut, ja? Also ich habe das Gefühl, im Moment läuft auf Tropico alles ganz genau so, wie es hier auf Tropico laufen sollte. Oh, warum ist das Zirkuszelt? Es ist doch nett, die Wahl zu haben, oder? Die Wahl zwischen als Gouverneur weitermachen oder eine neue Karriere in körperlicher Arbeit. Nee, ich will das nicht. So, den Eimer nach wollte ich. Ja, unsere Beziehungen mit der Krone sind trotzdem noch sehr gut. Allein durch die aktiven Handelsrouten, ne? Die Revolutionäre mögen uns auch. Das sieht doch ganz gut aus. Wir haben halt so viele freie Arbeitsstellen, ne? Obwohl die da oben eigentlich ganz gut ausgestattet sind. Probleme gibt es eher hier. Also da, der Fischereihafen, ne? Geben wir denen doch mal Wohnraum da ganz in der Nähe. Und hier auf der Insel ist ja tatsächlich sogar... Okay, erweiterte Bootswartung ist abgeschlossen. Was machen wir denn jetzt mit unseren Wissenspunkten? Gar nichts weiter, ne? Ich habe nichts mehr zum Erforschen. Also es gibt noch jede Menge zum Erforschen, aber wir haben aktuell nichts mehr zum Erforschen. Erhöht die Unterhaltskosten von Transporteurhäfen, Touristenhäfen und Hafenlagen 50%. Rote Frachter, Touristen und Transportschiffe sind um 5% schneller. Ja, nicht mit dem ganzen anderen Scheiß, den wir da gerade aktiv haben. Irgendwann muss man auch mal Abstriche machen. Mitarbeiter des Monats hat Level 1 erreicht. Und kostet jetzt nur noch $250 pro Monat. Was bedeutet, dass Mitarbeiter des Monats durch Strafkolonie komplett abgedeckt wird. Und das ist schon mal sehr geil. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Seid ihr denn schon wieder unterwegs? Die sind schon wieder unterwegs. Jawohl. Jawohl, ja. Was bestimmt eigentlich, wie oft uns diese Piraten angreifen? Also ich mache mir da tatsächlich aktuell gar nicht so großartig Sorgen.
Wir haben ein relativ ausgebautes Militär, aber so prinzipiell wird es inzwischen doch ein bisschen belastend. So, jetzt gucken wir dem Schiff wieder dabei zu, wie es anlegt. Einfach, weil wir gerade nicht wirklich noch was anderes zu tun haben. Außer abwarten. Ich lasse die Mandatszeit tickert runter. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal eine Verlängerung kriegen. Kommen sie, werden natürlich auch gleich abgefangen. So, Soldaten sind auch vollzählig, aber während so einem Piratenangriff will ich natürlich die Unabhängigkeit nicht erklären. Ja, aber prinzipiell macht unsere Wirtschaft ein definitives Plus, wenn ich mir das mal so angucke. Natürlich. Eigentlich ist es recht schwer zu sagen, ob wir denn jetzt ein Plus machen oder ein Minus. Das grundlegende Problem wird sein, wenn wir unsere Unabhängigkeit erklären, dann werden wir natürlich unsere Handelsrouten mit der Krone verlieren. Und das ist im Moment ja durchaus noch so ein bisschen unsere Haupteinnahmequelle. Mit unserer Armee nach diesem Piratenangriff hier dann noch ganz kurz Zeit lassen, sich so ein bisschen zu regenerieren. Und dann würde ich schon sagen, dass wir Tropico so langsam dann doch mal in die Unabhängigkeit führen sollten. Sag mal, waren da nicht noch andere Soldatentrupps unterwegs? Warum kämpfen die jetzt hier alleine und verlieren unsere ganzen, ihre ganzen Mitglieder? Das ist total belastend. Ja, wenn die insgesamt einfach mal so ein ganz kleines bisschen geordneter vorgehen würden, ne? Ich bin jetzt schon echt gespannt, welche Neuerungen das nächste Zeitalter dann noch so bringen wird. Die Wahl zwischen als Gouverneur weiter. Ja, das können wir nochmal annehmen. Ich weiß noch nicht, ob wir noch irgendeine Handelsroute haben, die wir hier relativ zügig noch erfüllen werden. Ah, naja, es geht. Gouverneur, die schlausten Köpfe der Krone haben eine neue Verwendung für Kokosnüsse gefunden. Und diesmal geht es nicht nur darum, Hufgeklapper nachzuahmen. Offenbar soll der Genuss gewisser Lebensmittel, darunter auch Kokosnüsse, in gefährlich hohen Dosen Seemännern endlich dabei helfen, Skorbut vorzubeugen. Wie schön, dass wir eine weitere Krankheit des 17. Jahrhunderts von unserer To-Do-Liste streichen können. Außerdem sind die Preise für die entsprechenden Konsumgüter gestiegen. Die Preise von Fleisch, Milch, Ananas, Bananen, Kokosnuss, Fisch und Meeresfrüchten steigen um 15%. Na, da ist es ja richtig geil, dass wir mehr oder weniger alles davon produzieren. Ja? Das heißt, der Nutznießer dieses neuen Preistrends sind ja quasi wir. Ich finde es auch schön, dass wir da nochmal die Warnung gekriegt haben, weil wir jetzt wieder anderthalb Jahre davon entfernt sind, tatsächlich hier als Gouverneur von Tropico abgesetzt zu werden. Aber ich kann euch jetzt hier an dieser Stelle schon einmal versprechen, dazu wird es definitiv nicht kommen. Was können wir denn eigentlich noch so... Können wir noch irgendwas bauen, was wir noch nicht gebaut haben? Eine Spielzeugfabrik könnten wir noch mal, ne? Theoretisch. Boah, die Baupläne für die Gebäude im nächsten Zeitalter, die müssen wir alle kaufen, ne? Seht ihr das? Besucher müssen reich oder wohlhabender sein. Ja, so viele reiche Leute haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? 7, ja, das lohnt nicht.
Für 7 Leute hier ein Opernhaus bauen, das lohnt nicht. Hier oben noch eine Bibliothek hin. Hier direkt an den Strand. Wir werden ja im nächsten Zeitalter sehr viel zu erforschen haben dann, ne? Warum nicht? Ja, mal ein bisschen dekorieren, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Wir wollen ja später wahrscheinlich auch den Tourismus so ein bisschen ankurbeln hier, ne? Ach, guck mal, wir haben schon wieder so viele Verbrecher. Sie? Kann ich helfen? Position nichts tun. Hier, du wirst schon mal festgenommen. Hauen Sie ab. Du wirst festgenommen. Verlaufen? Du wirst festgenommen. Ach, Arbeitsplatz haben die alle. Na. Jetzt einen Drink. Verzeihung. So, wir haben jetzt nicht so super viel Platz im Kerker. Aber darum ging es mir tatsächlich auch mehr oder weniger. Ob wir halt noch einen zweiten Kerker brauchen, ne? Und ja, anscheinend brauchen wir den.